Guten Morgen! Sagt er um 5 vor 1. Ja, hallo. Ich habe etwas länger geschlafen. Sagen wir es mal so, Judith war vor mir wach und das heißt was. Dafür habe ich mich mit Resident Evil Revelations beschäftigt. Hat sie. Für den DS. Ja, und was machen wir jetzt, Judith? Wir waren noch Burger King. Und was holen wir uns da? X12. Chili Cheese, der einzig wahre Burger King Burger. Also, ich finde generell, was Fastfood-Ketten angeht, einfach der beste Burger. Punkt. Ja. Und dann schlagen wir uns den Bauch voll und dann sehen wir weiter. Machen wir noch eine Let's Play-Session, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich habe den wahnwitzigen Plan gefasst, ich möchte gerne 3 Videos pro Woche veröffentlichen. Was natürlich gut ist, da ich auch noch meinen eigenen Channel habe. Wir machen heute so viel, wie wir schaffen und dann... Ja, also der Plan ist, dass wir uns halt dann nur alle paar Wochen zusammensetzen und quasi an einem Tag alles vorproduzieren und dann rocken wir. Also wir sollten aber mindestens, ich sage das jetzt hier im Vlog, mindestens schon 2 Folgen pro Woche hinkriegen. Eine Folge pro Woche ist ein bisschen armselig für ein Let's Play. Ja, das verlieren die Leute auch Interesse, glaube ich. Ja, also sagen wir es mal so, wir müssen überhaupt noch Interesse generieren. Ja, wir hatten ja schon mal ein paar Views, glaube ich. Allerdings ist das letzte Video im März hochgeladen. Ja. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal Burger King und dann die Norms und dann Gaming und mein Arm wird lahm. Es reimt sich. Mein Arm wird lahm. Heben wir uns die tollen, tollen Puns doch für später auf. Oh ja, wenn wir sie mit Alkohol rechtfertigen können. Ja, sehr schön. Dann kommt gut in den Tag. Unglaubliche Dinge haben sich aufgetan und ich meine jetzt nicht, dass Judith sich gerade heimlich, still und leise hier aus dem Raum gestohlen hat, während ich angefangen habe zu vloggen. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein Steam-Spiel zum Laufen zu bringen. Yeah, ich musste nur gucken. Ich habe mir blinden Zopf gemacht. Weißt du, das kann total schief gehen. Der kann normal aussehen, muss aber nicht, ne? Ja, und auf jeden Fall hier unser professionelles Setup. Wir haben gerade schon mit der PS4 ordentlich Folgen aufgenommen. Und jetzt haben wir aber da wieder den Rechner stehen und... Ja, hoch auf Steam Sales. Und zwar habe ich 159 Spiele in meiner Steam Library und dann haben wir natürlich was gefunden, was wir zusammen spielen können. Weil Resident Evil 5 wird nicht so schnell passieren. Crapcom. Ja, Crapcom. Scheiß PC-Portierung. Ja. Aber anywho, wir sollten jetzt vielleicht noch einmal schnell gucken, ob das Programm auch wirklich das Bild anständig abgreift. Das sollten wir tun, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir gerade sehr aufgeregt. Und die PS4-Controller laufen am Rechner und werden als Xbox-Controller erkannt. Gerade bei Octodad. Das kriegen wir hin. Das ist, wir können uns ja vielleicht einen Xbox-Controller da hinlegen, um nochmal die... Als, oder? Das ist, ich muss mir eigentlich nur mal diesen scheiß Dongle holen, damit ich die Xbox-Controller an PC anschließen kann. Ah, den Dongle. Okay. Ja, so diesen Empfänger halt. Ach so. Gibt's das nicht einfach mit Kabel? Nee, das ist, ich hab, die Wireless-Controller sind so wireless, weil die werden auch nicht über einen Akku geladen, sondern da sind Batterien drin. Die Xbox One-Controller, die haben ein Kabel. Ja, nee. Hatten wir mal auf der Arbeit, die sind nett in der Hand, muss ich zugeben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir schon dabei sind, ich finde die Xbox 360-Controller ganz okay. Vor allen Dingen, wenn man dann halt ein bisschen spielt, irgendwann merkt man den Unterschied nicht mehr, weil man sich ja eh aufs Spiel konzentriert. Aber... Ja, dann werde ich mir mal irgendwann den Empfänger holen und wir werden uns auch HD-Grabber besorgen. Das wird alles jetzt hier professionell und so. Und jetzt spielen wir Octodad. Ich will ehrlich sein. Ich bin eventuell milde alkoholisiert. Judith, du lachst so dreckig. Ich könnte jetzt versuchen, auf dich zu filmen, aber du würdest vermutlich einfach nicht die Taschenlampe mitdrehen. Und dann... Evil laughter. Da sitzt die... Boobies! Auf jeden Fall... Come your tits, Martin. Aha. Ooh, scary. Danke, Judith. Auf jeden Fall... Ja, warte, so ist normal. So ist scary.
Wir sind gerade dabei, die Game Grumps zu gucken, Sonic Boom Playlist. Ich muss dran denken, ich habe sie gestern nicht verlinkt, scheiße. Ich muss heute dran denken, sie zu verlinken. Großartige Let's Play Google Game Grumps Sonic Boom. Danke, Judith. Ihr schafft das. Ihr schafft mehr als ich. Steffi war zwischendurch noch da, was ich einfach nicht geblockt habe, weil ich nicht daran gedacht habe, es tut mir leid. Und Judith ist gerade mein Licht. You're welcome. Ja, und ich wollte eigentlich mit Steffi noch The Greatest Love of All singen, was wir nicht getan haben. Da ich morgen Nachmittag aber zu Steffi fahre, werden wir es danach holen. Und wir werden jetzt weiter die Game Grumps gucken und Alkohol konsumieren und dann ins Bett gehen. Ist das korrekt, Judith? Oder möglicherweise ins Bett fallen. Das ist ebenso gut möglich. Von daher, ich glaube, Judith, sagt euch einmal kurz gute Nacht, bitte. Gute Nacht. Reicht mir vollkommen. Schlaf gut, Leute. Wir sehen uns morgen früh wieder beim neuen Daily Vlog. Ja, ich kann Beatboxen. Doch, ich kann Beatboxen. Solange bis die Hand voll ist. Gut, dass das am Internet ist. Und ich muss dran denken, dass meine eine Arbeitskollegin Nadine. Ja, weißt du das? Oh mein Gott, wenn du das siehst. Hi Nadine, ich bin seriös. Also wenn das Licht wackelt, liegt es daran, dass ich lache. Ja, alles klar, danke. Schlaf